geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die nationale Gesetzgebung soll hier an EU-Recht angepasst werden. Das bestehende Verbot des Inverkehrbringens von Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen mit charakteristischen Aromen wie Vanille und oder Menthol sollen auf die Nutzung in Tabakerhitzern ausgeweitet werden. Das unterstützt die Linke, jedenfalls die meisten. Ich hätte mir aber auch von der Ampel deutlich mehr Ambitionen in diesem Zusammenhang gewünscht, beim Jugendschutz, den Tabakwerbeverboten und bei der Forschung zu Gesundheitsgefahren. Heute rauchen bereits 16% der 14- bis 17-Jährigen. Ihr Anteil ist 22 stark gestiegen. Bei den jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 liegt der Anteil der Raucherinnen aktuell bei 40%. Und das ist alarmierend für unser Gesundheitssystem. Der Präventionsansatz ist augenscheinlich gescheitert. Noch immer gilt Rauchen bei vielen als cool, als das Symbol der Zugehörigkeit, einfach hip. Die 2021 eingeführten Werbebeschränkungen reichen nicht aus. Nach wie vor darf man für Tabak am Verkaufsort werben. Zigaretten liegen in Supermarkt und Tankstelle griffbereit an der Kasse. Und im Internet stellen bezahlte Influencerinnen Tabak- und Nikotinprodukte hip und positiv vor. Auch in Film und Fernsehen wird der blaue Dunst, zum Beispiel von Frau Klemm oder Co., in die Luft gepafft. Auch wenn sich da in den letzten 25 Jahren viel getan hat, anscheinend nicht genug. Und die Linke fordert deshalb ein umfassendes Verbot aller Formen der Kino-, Film- und Außenwerbung für Tabakprodukte. Schluss mit Werbegeschenken und der kostenlosen Abgabe von Tabakerzeugnissen. Ebenso Schluss mit Tabaksponsorings. Und auch das trifft für Marketingmaßnahmen zu, die sich gezielt an Jugendliche richten. Solche Regeln müssen für den Social Media und Gaming-Bereich ebenso gelten. Wir fordern, dass die Forschung zu den Langzeitwirkungen des E-Zigarettenkonsums verstärkt wird. Denn auch Mediziner kritisieren natürlich, dass die Entwicklung des Gehirns bei Jugendlichen und Heranwachsenden geschädigt werden kann. Und darüber ist zu wenig bekannt, auch bei den bundeseigenen Risikobewertungsinstituten. Um Gesundheit und Leben zu schützen, brauchen wir eine konsequente Suchtprävention, unterstützt durch eine Gefahrenforschung zu Risiken. Dafür muss noch viel getan werden. Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Linda Heidemann.